Jo, Leute, Raikagen hier am Start. Herzlich willkommen. Das ist der erste Raikagen-Blog seit sehr langer Zeit. Einer meiner Vorsätze für dieses Jahr war, einfach mal wieder die Kamera in die Hand zu nehmen und ein bisschen was zu filmen. Und das hier ist die erste Episode. Ich werde versuchen, das im Laufe dieses Jahres beizubehalten und einfach ein bisschen zu filmen. Let's go! Das Jahr hat angefangen in Schleswig-Holstein, in Lübeck, bei meiner Family. Und so in der ersten, zweiten Januarwoche hatten wir plötzlich zwei Streifen auf dem Test, sodass erstmal hieß, jetzt geht erstmal gar nichts mehr. Zum Glück hatten wir alle einen ziemlich sanften Verlauf, sodass wir nach kürzester Zeit wieder fit und auf den Beinen waren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in meinem ganzen Leben als erwachsener Mensch so krank wie zu dieser Zeit. Auf jeden Fall so mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Ich habe mich durchgehend so gefühlt, als ob ich völlig neben mir stehe. Auf jeden Fall gehe in die Küche, vergesse, warum ich in die Küche gegangen bin. Und das so einfach 10 Tage durch. Und irgendwann wurde es dann besser und der Husten wurde immer krasser, weil es dann quasi raus wollte. Und ich war dann auch sehr, sehr froh, als es dann wieder bergauf ging. Auf jeden Fall voll krass, weil irgendwie ist es manchmal so schnell, das Leben, dass diese 2 Wochen, die wir da dann zusätzlich in Quarantäne waren, sich fast wie ein Geschenk angefühlt haben, weil wir plötzlich alle Termine absagen mussten, quasi nicht mehr aus dem Haus gehen durften und dadurch wahnsinnig viel Zeit mit den Tieren da verbringen konnten, DIY-Projekte machen konnten, zahlreiche lange Spaziergänge gemacht haben und es hätte keinen besseren Ort geben können für eine Quarantäne quasi. Nachdem wir uns dann quasi freigetestet haben, so im Schnelltestcenter, ging es erstmal weiter nach Hamburg. Und angekommen in Hamburg habe ich mich da mit Face getroffen, um mal wieder Session zu machen, so Neujahrs-Session quasi. Und wir waren ein ganzes Wochenende im Studio verschanzt, was übertrieben nice war. Und ich immer das Gefühl habe, nach so einem Wochenende, nach einer Session mit ihm, dass ich auf jeden Fall immer was dazugelernt habe. Immer geht es irgendwie, es geht immer weiter. Und das ist auch voll krass, voll nice, so einen Musikbuddy zu haben, mit dem man dann einfach Projekte macht. Und da ist auf jeden Fall auch wieder einiges in Planung, also check den Boy aus. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, bald die Ergebnisse von dieser Session rauszuballern. Und quasi im Hamburger Schiedwetter ging es dann so Anfang Februar wieder nach Bremen zurück, wo quasi direkt mein Umzug aus diesem Zimmer hier losging. Ich sitze wahrscheinlich jetzt, heute ist der letzte Tag, morgen ziehe ich aus. Deshalb habe ich die Chance genutzt, um hier dieses Ansprachevideo zu machen. Großteil der Kisten sind schon raus quasi. Ja Mann, die Wände sind kahl. Der Februar sich von echt einer übertrieben nordischen Seite gezeigt mit den ganzen Sturmtiefs, viel Regen,
graue Wolken, kaum Sonne. Heute ist einer der ersten sonnigen Tage dieses Jahr und ich war heute den ganzen Tag am Rathausmarkt und habe Kaffee getrunken und gute Gespräche geführt. Morgen, wenn ich meine letzte Kiste quasi aus dem Zimmer packe, geht's abends auch wieder nach Lübeck, bevor es dann Anfang März Richtung Dänemark geht, in ein paar Tagen. Einfach schon ein paar Tagen, die Zeit rast. Ich nehme erstmal vor, so alle 2 Monate einen Blog. Vielleicht wird es dann irgendwann auch ein bisschen mehr. Ich habe eigentlich Lust, jeden Monat einen Blog zu machen, einfach so tagebuchmäßig die Kamera dabei zu haben und Highlights festzuhalten, dann immer noch ein paar Gedanken dazu zu erzählen, um einfach für mich so das Film wieder in Angriff zu nehmen. So die letzten Jahre war Film, kaum habe ich die Kamera in die Hand genommen, ging es irgendwie um ein Musikvideo. Um Musikvideo schneiden, das ist einfach so fucking viel Arbeit. Deshalb versuche ich da gerade so ein bisschen die Verantwortung, die Aufgaben, die Arbeit abzugeben, was mir sau schwer fällt. Die mich kennen, wissen das. Alles klar, Digga. Ich werde auch jetzt heute Abend noch einmal kurz in die Hochschule gehen, um da dieses Video mitunter einzuarbeiten in den Blog. Den habe ich nämlich schon soweit ready gemacht mit den ganzen Szenen aus Januar und Februar, die schon gedreht wurden. Und genau, werde wahrscheinlich eine Nachtschicht heute einlegen, weil morgen geht's los. Deshalb werde ich versuchen, heute Abend das hier noch fertig zu machen, sodass das Video hoffentlich noch im Februar erscheint. Gar kein Druck. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird das ja was. Wenn ich das hier drinnen lasse, dann ist es was geworden und sonst leider nicht. Alles klar. Das ist auch ein bisschen so ein kleines Lebenszeichen von mir dafür, dass wir 400 Abonnenten auf YouTube geknackt haben. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Lasst mich einfach wissen, was ihr Bock habt zu sehen in diesen Blogs. Macht jetzt einfach mal den Call. Dieses Jahr kommen noch 5 weitere Blogs, weil alle 2 Monate einer, das ist Blog Nummer 1, Episode Nummer 1. Ja Mann, 400 Abonnenten auf YouTube, das ist mein Dankeschön. Mal gucken, was bei 500 gibt. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Lasst einen Daumen da. Passt auf jeden Fall auf euch auf und bleibt gesund. In diesem Sinne, ja Mann.